Wirf einen Blick auf deine Zukunft. Wirf einen Blick auf unsere Technologie. Vier Bürgermeister, ein Gedanke mit Variationen. Es gibt ein neues Projekt von der Fachhochschule Kapfenberg und Wiener Neustadt initiiert. Dieses Projekt soll hier in Kindberg, wo wir uns heute befinden, umgesetzt werden. Und es geht darum, dass man AHS-Absolventen den Betrieben, unseren Hightech-Betrieben, näher bringt mit einem ganz besonderen mit einer besonderen Wissensvermittlung auch an die Betriebe bindet. Die Motivation für mich als Brucker sozusagen ist, dass wir versuchen, mit dieser Art der Unterstützung dieser Ausbildungsschiene junge Menschen in der Region zu behalten. Wir brauchen das Humankapital dieser Jugend. Wir brauchen gut ausgebildete Jugend für unsere Betriebe. Und deshalb bin ich mit im Boot und deshalb ist auch die Stadt Bruck mit im Boot bei dieser Ausbildungsschiene. Es gibt die unterschiedlichsten Motivationen. Eine ganz persönliche ist, ich bin ja selber als Lehrerin tätig gewesen und weiß, dass manche junge Menschen eigentlich nach der Matura sich noch nicht wirklich entscheiden können oder wollen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, ihnen eine Chance zu geben, sich ein Jahr lang zu orientieren, auch mit dem Hinblick darauf, dass sie dann vielleicht eher in der Region verbleiben, als die sogenannten Orchideenfächer vielleicht zu studieren, damit weg zu sein aus der Region. Das ist eine ganz persönliche Motivation, auch als Lehrerin. Die Obersteiermark Ost ist eine ganz starke Industrieregion, der zweite Ballungsraum nach Graz. Wir haben heute gehört, industriell bedeutsam nach Linz an zweiter Stelle. Und jetzt tun wir das, wovon wir sprechen. Wir arbeiten zusammen, wir wirken zusammen, wir versuchen unsere Ressourcen zu bündeln. Die gescheiten Leute nennen das die endogenen Kräfte zu aktivieren. Das versuchen wir gemeinsam und das ist Grund genug. Und ich freue mich auch wirklich, dass wir von Mürzzuschlag bis Bruck alle gemeinsam wollen und etwas ganz Besonderes wollen, nämlich Bildung zu forcieren und die Region zu stärken. Die Motivation, die vorher genannt wurden, natürlich, aber darüber hinaus denke ich an unsere Blumenstadt, denke ich an unsere Region, wo es lebenswert ist und wo wir irrsinnig gute Betriebe haben, wo man die Jugend neugierig auf Arbeit machen muss, um sie so auch hier zu behalten, um interessante Jobs angehen zu können. Und ich glaube, mit diesem Package, das hier geschaffen wurde, das ist natürlich etwas, das jetzt einmalig ist. Wir haben heute schon des Öfteren von einem Experiment gesprochen und ich bin froh, positiv bei einem Experiment dieser Art für unsere Jugend mitwirken zu können.